Hallo! Ja, wir kommen jetzt zu einem sehr... Oh, ich bin ein bisschen niedrig, ich muss gerade sitzen. Wir kommen heute zu einem sehr häufig angefragten Thema, und zwar zu meinen Nägeln. Wie ja viele wissen, habe ich die ganze Zeit jetzt meine Nägel wachsen lassen und mal immer nur noch meine Spitzen lackiert, und zwar anfangs immer schwarz. Und viele hatten gefragt, ob ich mir die mit Gel irgendwie gemacht hatte oder so. Also das war einfach nur ganz normaler Nagellack und ich habe mir einfach immer nur die Spitzen angemalt. Und ja, dann ging mein schwarzer Nagellack leer, dann habe ich das Ganze mit weißem Nagellack gemacht und auch da mir einfach die Spitzen angemalt. Und ich hatte die halt echt richtig lang wachsen lassen. Und das hatte ich halt nur geschafft, indem ich kontinuierlich nur Nagellack getragen habe, weil durch den Nagellack waren meine Nägel etwas stabiler und dadurch sind die dann noch länger geworden. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann immer Angst, dass mir die Nägel irgendwie abbrechen, weil ich wollte die unbedingt lang lassen, weil mir das so gut gefallen hatte mit den Spitzen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse die mal mit Gel verstärken. Und aber dann habe ich gedacht, dann kannst du jeden Monat ins Nagelstudio rennen und da hatte ich auch keine Lust drauf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was die im Nagelstudio können, das kannst du bestimmt auch. Dann habe ich mir ein Gel-Nagelset bestellt. Und darüber wollte ich euch jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ich habe das nämlich gestern einmal ausprobiert. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Also das sind jetzt meine echten Nägel, einfach nur mit Gel verstärkt. Und die sind zwar teilweise, also hier, das war mein erster Nagel. Der ist hier vorne noch ein bisschen dick geworden. Aber ich finde, so fürs erste Mal, wo ich das gemacht habe, sind die echt gut geworden. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich muss halt mal gucken, ob die jetzt irgendwie Luft ziehen, weil ich da vielleicht, Moment, irgendwie nicht so gut aufgetragen habe. Aber fürs erste bin ich wirklich damit zufrieden, weil ich finde, das sieht schon gut aus. Sie sind halt wirklich teilweise ein bisschen dicker geworden, aber wie gesagt, für den ersten Versuch ist das echt super. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was über das Set erzählen. Ich habe das bestellt bei... Oh weia. Nail Discount 24? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das das Starter-Set von Jolifine. Das Set beinhaltet einmal das Lichthärtungsgerät. Hier, Jolifine ist die Marke. Und... das ist hier innen drin verspiegelt, damit auch das, der Nagel von allen Seiten beleuchtet wird. Von diesen Strahlern, da sind einmal 4x9 Watt Röhren drin. Und ja, das hat halt so eine 2-Minuten-Timer-Funktion und so weiter. Und das Gerät funktioniert auch echt super. Also kann man echt nichts sagen. Und dann enthält das Set halt auch noch alle Sachen, die man so braucht für das erste Mal. Gelnägel machen. Eine Anleitung hat es leider nicht, dafür müsste man noch was draufzahlen, aber es gibt im Internet echt genug Anleitungen dafür. Also das hier ist alles in dem Set drin gewesen. Ne, nicht alles. Ich habe noch ein paar Sachen dazu bestellt, aber nur 2 Sachen. Aber ansonsten ist das alles da drin. Und das Ganze hat 40 Euro gekostet, also das ist wirklich ein Preis, der ist echt in Ordnung, wenn ihr mal überlegt. Das bezahlt man hier schon fast für, wenn man ins Nagelstudio geht. Und hier hat man halt auch wirklich 3 Monate oder sowas davon, wenn man sich alle 2 Wochen die Nägel auffüllt. Also, in dem Gel-Nagelset sind drin 2 Pfeilen. Eine so eine gebogene, eine gerade, mit einer harten und einer weichen Seite. Dann ist drin so ein Buffer, wie auch immer, so ein weißer Block, womit man die Nägel anrauen kann. Dann ist da drin ein Cleaner zum Entfernen der Schwitzschicht. Dann ist da drin ein Primer. Den muss man vorher auf den Gelnagel auftragen. Dann haben wir hier so einen Gelpinsel in der Stärke 4. Dann haben wir da drin Tipps. Und zwar sind da 100 Stück drin. Und dazu ein Tippkleber. Dann so eine Zange zum Kürzen von den Tipps.
und ein Rosenholzstäbchen und drei Gele. Und zwar einmal ein Aufbaugel Rosé, einmal French Gel White und ein Versiegelungsgel. Da sind jeweils 5 Milliliter drin. Was mich dabei verwirrt hat, weil wenn man sich die Anleitungen im Internet durchliest, dann steht überall, dass man erst ein Grundierungsgel aufträgt, dann das French Gel, dann Aufbaugel und dann Versiegelungsgel. Aber wir haben hier kein Grundiergel dabei. Aber wenn man auf die Seite geht von dem Shop, dann sagt das einem, dass man das Aufbaugel zuerst aufträgt. Also das Aufbaugel quasi als Grundierungsgel benutzt. Das habe ich auch gemacht und es hat auch gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist für den Nagel oder ob man da doch lieber ein einzelnes Gel nochmal für benutzt. Ich weiß es nicht. So gut kenne ich mich da nicht aus. Auf jeden Fall, ab einem Bestellwert von 50 Euro hat man auf der Internetseite 10 Euro geschenkt bekommen. Und deswegen habe ich dazu noch bestellt ein Farbgel in Lavendel. Das habe ich aber noch nicht verwendet. Und ein Phasengel. Ich glaube, das ist so ein Gel, das kann man, da kann man jedes Gel mit ersetzen. Also das Versiegelungsgel und das Aufbaugel, Grundierungsgel. Wenn ich mich da irre, sagt mir Bescheid. Aber, oder schreibt das in die Kommentare. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das so. Und deswegen, in den anderen Dingern sind ja nur 5 Milliliter drin. Und da habe ich gedacht, dann habe ich direkt schon mal so einen Ersatz dafür. Das ist in dem Set drin. Und ja, ich hatte halt echt ein bisschen Angst, so kriege ich das hin. Aber das hat wirklich super funktioniert. Ich habe, glaube ich, 2-2,5 Stunden oder so gebraucht. Und ja, wie gesagt, in den ganzen Videos vorher, wo mich immer alle gefragt hatten, ist das Nagellack, machst du das selber? Zeig doch mal. Ja, war einfach immer nur ganz normaler Nagellack, habe ich immer meine Spitzen angemalt und das war's. Aber jetzt habe ich das erste Mal mir das mit Gel gemacht. Und ich bin doch sehr angetan davon, weil die sind halt jetzt auch super hart und stabil. Und es fühlt sich einfach nicht so an. Ich hatte ja schon mal Gelnägel, aber da hatte ich halt auch Tipps drauf. Und da hat sich das auch so mega künstlich angefühlt. Und das war voll schwierig damit, am Anfang damit umzugehen. Aber hier, das fühlt sich einfach an wie meine stinknormalen Nägel. Einfach nur mit einem dicken Nagellack drauf. Und das sind ja auch meine ganz normalen Nägel. Einfach mit Gel verstärkt. Und ja, das ist echt eine super Sache. Ich will euch damit jetzt nicht ermutigen oder aufmuntern dazu, euch so ein Set zu kaufen. Weil ihr müsst halt wirklich auch Zeit investieren und euch da erstmal reinfinden. Ich habe ja auch hier zum Beispiel an der rechten Hand, da könnten die weißen Linien auch noch was gerader sein. Aber ich glaube, wenn ich mich da jetzt mal so ein bisschen dran probiere, dann wird das auch ganz gut funktionieren. Und ich bin sehr froh darüber, aber ihr braucht halt wirklich Geduld und ja, lest euch die Anleitung genau durch, weil, ja, das ist halt auch eine langfristige Entscheidung, kriegt das ja jetzt dann einfach nicht mehr weg, du müsst ja dann rauswachsen lassen. Aber stellt mir jetzt auch, also ihr könnt mir gerne Fragen stellen, ich werd gucken, ob ich die dann beantworten kann. Aber ich bin natürlich jetzt nicht so erfahren im Gelnägel machen. Das trudelt sich dann erst so mit der Zeit ein. Aber ja, die Erstanwendung hat wirklich gut funktioniert, deswegen kann ich euch das Set auch auf jeden Fall empfehlen. Und falls ihr auch mal irgendwie sowas machen wolltet. Ja, das wollte ich euch nur sagen, weil halt viele gefragt hatten, was mit meinen Nägeln so abgeht und so. Und ja. Falls ihr euch wundert, warum ich so geschminkt bin, wir waren heute Karneval zu gucken. Meine Oma ist mitgegangen und ich bin als Hexe gegangen. Ja. Gut. Ich hoffe, dann sind erstmal die Fragen so geklärt, wie ich meine Nägel mache. Wenn ich mich da irgendwie dann mal irgendwie so eine Routine entwickelt habe und so weiter, kann ich das vielleicht auch mal filmen. Aber ich bin halt einfach kein Experte, was das angeht. Und ja. Ich verlinke euch dann den Shop in der Infobox. Oder nee, was war Pretty Nails? Pretty Nails 24? Ich glaube, Pretty Nails Shop war das. Genau. Und ja, das verlinke ich euch in der Infobox. Ihr könnt euch das aber auch mal, ihr könnt auch mal googeln. Das ist das Jolifin 4 Plus Starter Set. So müsste das heißen, ich glaube schon. 4 Plus auf jeden Fall. Und ja. Ich verabschiede mich dann von euch und ich hoffe, ich habe euch alle Unklarheiten beseitigt.
Und da wünsche ich euch noch viel Spaß an Karneval, schöne Karnevalstage. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt über Karneval noch Videos hochladen kann. Ja, muss ich halt mal gucken. Aber spätestens Aschermittwoch bin ich wieder für euch da. Allerspätestens, aber ich glaube, ich bin schon früher für euch da. Aber ja, das war's auch von mir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!